Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich war bei Stickteufelchen in Fellbad. Ihr werdet den Shop wahrscheinlich ja, als Online-Shop kennen. Und weil das nicht weit von meiner Mutter entfernt ist und ich sie besucht habe, sind wir dort mal hingefahren und haben uns den Laden angeschaut. Ich werde euch auch am Ende noch mal ein paar Bilder einblenden, die ich noch gemacht habe von außen und vom Ladenlokal. Ja, aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ich mir gekauft habe. Ja, zu einem habe ich mir ein paar Garne ausgesucht. Ein paar DMC-Garne. Da gibt es auch Ankor-Garne. Und auch diese, oh Gott, wie heißen die jetzt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. We Style Works oder irgendwie so ähnlich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Garne ausgesucht. Komm, jetzt in der Kamera ein bisschen dunkler rüber. Ganz klassisch weiß. Ich glaube, das haben wir auch in dem Disney Soul drin. Und diese also da gab es mega viel Auswahl an allem. Also alles Mögliche. Super viele auch DMC-Sachen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Unter anderem nämlich hier so ein Stickring. Und der hat hier so ein hübsches Muster. Ich habe mir gedacht, wenn man da nämlich mal was hat, also ein fertiges Bild hat, dann kann man den auch hübsch in so einem Rahmen aufhängen oder verschenken. Also das fand ich ganz hübsch. Und der ist halt von DMC, hat 15,5 cm. Also da hat sie auch alles Mögliche an Rahmen. Ich habe, glaube ich, insgesamt zwei mitgenommen. Genau. Einmal nämlich diesen und einmal noch so einen ganz kleinen von Fixit. Der hat 10 cm. Und ich fand einfach diese Maserung so schön. Der wird ja halt nur so gemacht. Kann man ja halt schon direkt so aufhängen. Also da aufhängen, das ist quasi direkt so ein, ja, Rahmen entsprechend zum Aufhängen. Ja, den fand ich auch richtig hübsch, weil mir, wie gesagt, die Maserung richtig gut gefiel. Und wenn man da einfach so ein kleines Projekt hat, also da ist es perfekt. Hier ist Garn. So, dann habe ich so ein kleines Stickset mitgenommen. Das fand ich so niedlich. Autumn Harvest Collection. Betty. Counted Glass Bead Kit with Treasure. Ja, da gibt es auch scheinbar noch andere hier. Nehme ich mal an. Also auf jeden Fall habt ihr hier das Garn schon mit und hier ist so ein Pappding. Also man stickt das auf so ein Pappteil. Man könnte das jetzt auch woanders hin machen. Also anders drauf schicken und ihr seht hier auf jeden Fall so eine Perle. Und auch hier Perlen und Nadeln. Ja, und ich fand das so, so niedlich. Das durfte mit. Dann habe ich zwei von diesen DMC-Boxen mitgenommen. Die haben wohl Transportschäden, deswegen waren die reduziert. Hier sind auch diese Pappkarten drin, aber ja, stört mich jetzt nicht besonders. Davon habe ich halt zwei Stück mitgenommen. Die hatte da also auch noch. Also nicht reduzierte, normale, ohne Transportschäden und auch von einer anderen Marke noch welche. Dann habe ich mir noch einmal 24er Nadeln mitgenommen. Also im Endeffekt war es eigentlich gar nicht so viel, aber es läppert sich halt. Also ich bin dann über 100 Euro rausgegangen. Dann habe ich hier so ein süßes DMC-Buch gefunden. Mit Pflanzen und ich fand das so niedlich. Da zeige ich euch mal so einen kurzen Ausschnitt. So wird es aufgebaut und ihr habt hier auf jeden Fall irgendwie nochmal eine Erklärung. Das ist natürlich hier alles auf, ja doch, auf Deutsch steht es da zwischendurch auch drauf oder halt auf Englisch auf jeden Fall.
Und dann kommt da quasi schon die Anleitung halt mit Pflanzen. Da gab es auch verschiedene Hefte. Ja, also fand ich total niedlich. Durfte mit. Dann habe ich mir eine Vorlage von Mirabilia ausgesucht. Ich habe da aber erstmal nichts weiter zu gekauft, weil ich das jetzt auch nicht anfangen werde. Aber ich fand das Motiv so schön und ja, die hatte da ganz, ganz viele und das gefiel mir sehr, sehr gut und das ist es dann im Endeffekt auch geworden. Dann, was habe ich hier noch? Habe ich noch was anderes? Genau. Habe ich mir einmal diesen Garn Einfädler mitgenommen. Also fürs Perlensticken nutze ich da keine Einfädler, weil die sowieso auch alle kaputt gehen. Fürs Kreuzsticken kommt immer drauf an. Also meistens klappt es ohne. Wenn ich jetzt aber schon mal mit, also auf 11 Count sticke, diese China-Vordrucke, dann brauche ich schon hin und wieder meinen Einfädler, aber auch nicht immer. Und dann, ich habe halt diese ganz normalen, die man so kennt und auch diese hier, diese etwas neueren, die habe ich auch tatsächlich da, aber hier hat man wirklich mal alles in einem. Deswegen durfte der auch mal mit, also 3 in 1 von DMC. Und was ich mir auch noch mitgenommen habe, war der, ja, dieser Garnaufwickler. Ich habe mir jetzt ja die Boxen geholt und das habe ich letztes Mal auch schon im Internet gesehen. Und der war auch gar nicht teuer. Ich weiß nicht, wie habe ich den bezahlt? Gucken, ob ich den spontan finde. Garnwickler. 2,45. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt die Netto- oder Bruttopreisen, aber 2,45. Also da, ja, kann man auch nichts sagen. Ja, dann habe ich noch Stoffe mitgenommen. Einen Stoff habe ich mir tatsächlich zuschneiden lassen, den fand ich so, so hübsch. Und dann habe ich mir hier noch 2 Gartstoffe mitgenommen und da habe ich einfach mal Verschiedenes genommen. Da habe ich einmal so ein lilafarbenes mitgenommen. Ich habe auch welche schon da, aber diese Pre-Cuts, die haben immer 48 x 53 cm. Ja, man hat auch immer wieder mal, oder die haben auch andere Größen, aber der 14er Count jetzt auf jeden Fall, immer mal wieder so kleinere Sachen, die man mal sticken möchte. Ich habe ja auch dieses Pokémon-Buch, wo man halt so Pokémon-Figuren raussticken kann. Die sind ja auch nicht so riesig. Ja, einmal 14 Count in so einem Lila. Dann habe ich 16 Count mitgenommen. Hängt die Kamera nur schwer ein. Es ist Glitzerstoff, fand ich total schön. Ich habe auch noch einen anderen Glitzerstoff mitgenommen, aber hier seht ihr, dass es so ein helles Glitzer ist. So. Ja. Auch AIDA. Ach so, jetzt seht ihr gar nichts. 16 Count. Dann habe ich mitgenommen tatsächlich Murano 32 Count. Ich will mich ja mal ein bisschen ausprobieren und gucken, wie es klappt. Der ist auch etwas, ja, der hat andere Maße. Also die andere hatten 48x53 und der hat jetzt 48x68. Und da fand ich auch die Farbe so richtig schön. Muss ich tatsächlich auch mal wegen der Lupenlampe gucken, ob ich, also ich kann eigentlich kleine Dinge sehr, sehr gut erkennen. Aber ich sticke ja halt, wenn halt nur abends, wenn ich quasi Feierabend habe, abends, bevor ich schlafen gehe. Ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwer mit dem Erkennen, ne? Wobei ich wirklich kleine Sachen sehr, sehr gut erkennen kann. Und dann habe ich mal einen Belfast mitgenommen. 32 Count, auch 48 x 68 cm. Der hat auch einen Glitzeranteil hier drin. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich mir hier noch einen Stoff gekauft, der hat ungefähr 70 cm. Ihr seht, der glitzert auch, aber der hat dieses Silberglitzer drin. Also den, den ich euch eben gezeigt habe. Der 16 Count hat ja dieses Glitzer hier. Und der hat halt dieses Silberglitzer. Ich gucke mal eben auf meine Rechnung. Der war halt auch nicht billig, ne? Also da habe ich auch tatsächlich über 32 Euro für bezahlt. Das ist 20 Count, ja, und der heißt Zweigard Belena. Das war eine Meterware, 20 cm Farbe, 17 Weiß, Silber, Lurex.
Ja, das war meine Ausbeute von Sticktäubchen. Also die hatten super viel. Die hatten auch super viele, also erstmal Kits, die man kaufen kann, kleine, große. Dann hatten sie, wie heißt es, Lesezeichen. Also ich hätte da noch viel, 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 viel mehr einkaufen können. Und auch Rahmen hatte ich erst noch einen anderen schön im Blick. Das war auch einer, glaube ich, mit Blümchen. Aber okay, ich weiß jetzt ja, wo sie ist. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich kenne ihre Öffnungszeiten. Und ja, ansonsten kann man ja auch online bestellen und es abholen lassen. Beziehungsweise abholen wäre in meinem Fall halt kein Problem, weil meine Mutter halt in der Nähe wohnt. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da gewesen bin. Also die hat wunderschöne Sachen, wunderschöne Stoffe. Vorlagen, also auch Vorlagen ohne halt Kit, ne? Also ohne Garn und so weiter. Das Garn richtig gut sortiert. Ich werde euch, wie gesagt, nachher mal ein paar Fotos einblenden. Da seht ihr auch, da hat sie eine riesige Wand, wo sie links Anchor-Garne hat und DMC-Garne. Wie gesagt, diese We Style Works oder wie das heißt. hat sie auch Garne, Glitzergarne von DMC, andere Glitzergarne. Sie hat auch sehr viel Wolle, also ist eigentlich Woll und Sticken. Ja, also jede Menge Scheren von DMC, Gummibänder auch und Stoffe, ganz, ganz viele, wie gesagt, auch von diesen 2 Grad Pre-Cuts hier, jede Menge. Und Unmengen an Stickvorlagen, also wirklich jede Menge. Nichts, was es nichts gab. Also es ist wirklich auch so gewesen, als wir halt im Laden drin waren, dass sie dann irgendwann zu uns kommt und wir haben ja halt auch erzählt, dass ja, wir auch schon online bestellt haben und einfach mal ein bisschen gucken wollen, jetzt einfach mal die Zeit gefunden haben, herzukommen. Und sie war tatsächlich auch eine Bestellung währenddessen am Packen. Also ich konnte jetzt mal endlich ein Bild davon bekommen, wie das so aussieht, wenn meine eigene Bestellung quasi gepackt wird. Und super freundlich. Ja, also das war richtig toll, mal hinzufahren. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das werde ich bestimmt auch mal wiederholen. Ja, meine Lieben, ich blende euch jetzt halt die Fotos ein und ich verabschiede mich aus diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.